Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist 8.32 Uhr, Montag, der 6. Juli. Mein Name ist Carlos Martins und Sie hören uns live aus dem Traders Club Trading Room. Wir bereiten uns auf unseren morgendlichen DAX-Trade vor. Und wir starten mit der rechten Seite, mit den Blue Boxen. Ich war gestern nicht im Büro, wir schauen uns aber an. Oh la la, da waren gestern einige kleine Boxen da. 22,19, 25,20. Und zur Eröffnung eine 36er Box. Wir schauen einmal gesamt, wie war denn gestern die Trading Range, damit ich einen kleinen Überblick habe. 141, also für einen Montag alles okay. Und auf der rechten Seite gehen wir auf die 15.600. Wir könnten jetzt auch auf die 15.700, weil ich immer wieder gefragt werde, wonach entscheide ich denn, was ich unten oder oben ist. Das ist eigentlich nur was dichter dran ist und wir sind jetzt zwar in der Mitte. Also wenn der Kurs hier Richtung 70 läuft, dann wechseln wir die Big Number auf die 15.700. Erstmal auf die 15.6, wo wir ja seit Wochen letztendlich rum, ja ich würde nicht sagen eiern, aber ja rumdümpeln. Schauen wir uns die Vola-Boxen an. Das sind die linken, die grünen Boxen. Gehen einmal zurück. Ich wechsle mal auf 5 Minuten, weil da spielt die Zeitebene nicht so eine Rolle und wir sehen, kein One-Touch-Fußball, also kein One-Touch. Der Kurs ist hier gestern nicht reingelaufen. Und jetzt fragt der eine oder andere, der einen Hedge hat, wo kommt denn voraussichtlich die Vola-Box heute rein? Und voraussichtlich wird es sein 15.687. 15.687 ist der Forecast. Und das trage ich hier mal ein. 687. Also da, wo die Vola-Box eigentlich mehr oder weniger gestern stehen geblieben ist, das ist der Forecast für eine Hedge-Auflösung an dem Dienstag. Okay. Und wie immer gehen wir auf die großen Zeitebenen und ich schaue unten mal in meiner Rubrik. Wir starten heute mit Öl und Daily. So, wir sind in der grünen Zone, die ich hier mal eingezeichnet habe. Da oben links sehen wir dort, die Frage wird sein, schafft der Ölpreis jetzt das Ding nach oben oder geht es dann hier genauso wie im Jahre 18? Dann runter, ja, also das bleibt spannend, ja, Daily Basis und wenn wir jetzt unsere Vorlage Zickzack-Linie nehmen, dann sind wir long auf Daily, 4 Stunden long, Stunde long, 30 Minuten long, 15 long, 5 Minuten sind wir auch long und auf 5 Minuten haben wir hier die Unterstützung bei 76,18. So, jetzt gehen wir und bleiben dort und gehen in Gold und fangen an dort bei Daily. Da sind wir immer noch short, 4 Stunden long, Stunde long, 30 long, 15 long, 5 Minuten long. Also da wechselt der Markt und auf Weekly-Basis sind wir auch noch short, also Wochen- und Daily-Basis noch short, aber der Goldpreis zieht hier wieder an. Ist das schon ein Vorbote auf eventuell fallende Aktienkurse? Nasdaq, Daily, Long. 4 Stunden, Long. Stunde, Long. 30, Short. 15, Long, Short. 5 Minuten, Long. Also da Tendenz eher Long. S&P 500, Daily Long, All-Time High in Richtung, oder sind wir? 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Short, 5 Minuten auch Short. Also da kippen zumindest die Anzeichen für die etwas kleineren Zeitebenen. So, gehen wir in Richtung der Kryptos. So, wo haben wir Bitcoin? Hat sich nichts verändert. Wir sind bei 34 Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten auch Long. Ethereum. Daily Short, 4 Stunden Long, Stunde Long, 30 Long, 15 Long, 5 Minuten Long. Und der letzte Markt, den wir uns anschauen, ist der DAX. Und starten mit Daily Long, 4 Stunden
Long, Stunde Long, 30 Short, 15 Long und 5 Minuten Short. Also auch hier unentschieden. Mal gucken, ob es denn in Richtung Verlängerung geht. So, wir haben unsere Boxen jetzt platziert. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Start. 8.37 Uhr und wir haben die Falle erstmal bei 15.6 platziert. Und nochmal ordnungshalber, der Daily Pivot, ja, berechnet ja vom Vortag hoch, tief, Schlusskurs durch 3, liegt heute bei 15.623. MTX, 5 Minuten Setup. Haben wir gestern ein Short Setup gehabt und der Trade ist noch nicht in den Gewinn gelaufen. Ja, und wir haben hier eine blaue Sonne, die direkt am Daily Pivot sitzt, also heute Morgen auch noch nicht hier das Setup auf der Anabasis Kinjun Sen. Auf 5 Minuten auch hier kein Setup aktuell. Somit sind wir vorbereitet. Ich melde mich gleich nochmal. 18 Sekunden jetzt. Vielleicht wird es die erste Box, wird eventuell eine Vola-Box. 11 Sekunden. 8. 7. Und los geht's. Oh. Bitte einmal ein Foto machen. Wir haben hier doppelte Vola-Boxen. Kurs geht runter. Wir sind mit der Big Number bei 15.607 bereit. Und wir platzieren die Vola-Box hier unten. Und meine Damen und Herren, die erste Box wird voraussichtlich eine Big Number werden. Hedge-Auflösung habe ich natürlich einen Tipp, immer mit der Vola-Box. Also noch sind wir nicht im Markt. So, 9.03 Uhr. Noch hat die Falle nicht zugeschnappt. Jetzt hat die Falle zugeschnappt. Jetzt kommt der Markt nicht mal hier raus. 15.607 Long oder 15.592 Short. Zielmarke für den angepassten Trade, wenn es dazu kommen wird, ist die grüne Box auf der linken Seite und zwar bei 15.561. Und wir sind Long. Erster Trade Long 15.607 und ich bin sogar ein Tickchen besser reingekommen. Das heißt, wenn der Kurs jetzt weiter fällt, gehen wir erstmal auf die Zielmarke 61 So, da wollen wir hin. Und wir gehen jetzt auf angepasst, meine Damen und Herren, und gehen hier runter. Noch ist das Gepäck nicht so voll, aber vielleicht schaukelt sich der Markt ja nochmal auf. Und alle, die einen Hedge-Auflösungstrade haben, müssen jetzt noch ein bisschen sich gedulden. Bei 61 kommt dann die Situation, dass ihr dann den Hedge auflösen könnt. 61. So, wir sind im zweiten Trade. Wir haben multipliziert. Gestrichelte Linie zeichnet uns unser Gewinnziel an. Und wir wollen aber in Richtung der grünen Zone. Wir schauen mal aus, wie schaut es aus bei MTX. Oh. So, jetzt sind wir im Gewinn.
Bei 61 würden wir auch aussteigen. 61 ist dann unser Trade erstmal. Wir sehen es auf der linken Seite, die Vola-Box. Na, jetzt wird gedrängelt. So, wir sind raus. Vodabox sind wir noch nicht rein. Also für die Damen und Herren, die den Hedge-Auflösungstrade machen, warten jetzt noch. Ich verabschiede mich aber bei den YouTubern für unser Videotagebuch. Ja, und wünsche euch noch allen gute Trades. Wir machen im Live-Trading-Raum jetzt weiter und hören, wenn ihr Lust und habt, hören uns morgen dann wieder.